Herzlich willkommen zu unserem neuen How-To. Heute zeigen wir dir, wie du ohne Schwung effizient viel Gewicht nach oben bewegen kannst. Was trainieren wir eigentlich alles mit der Strict Press? Tatsächlich alles. Natürlich liegt der Fokus besonders auf deiner Schulter, deinem Trizeps und auch auf deinen oberen Anteilen der Brustmuskulatur. Aber da du von den Füßen bis hoch zu den Fingerspitzen Spannung aufbauen musst, wirst du es überall spüren. Lass uns starten. Du startest mit der Langhantel im Rack unterhalb deines Schlüsselbeines. Die Stange wird nun geradlinig von unten aufgenommen, sodass deine Hände neben der Schulter liegen. Deine Ellenbogen sind, wenn man von der Seite schauen würde, leicht vor die Langhantel geschoben und die Stange ruht zunächst auf Höhe deines Schlüsselbeines. Strecke nun deine Beine, hebe die Langhantel aus dem Rack und tritt einen Schritt zurück in einen hüftbreiten Stand. In der Startposition sollten jetzt dein ganzer Fuß belastet werden. Deine Beine sind gestreckt, Oberschenkel und Gesäß angespannt und deine Brust geöffnet. Dann starten wir jetzt in die Übung. Schiebe deinen Kopf etwas zurück, sodass die Stange geradlinig am Gesicht vorbei über den Kopf geschoben werden kann. Dein Kopf schiebt sich durch deine Arme durch. Beim Absenken der Stange schiebst du deinen Kopf zurück nach hinten, deine Ellenbogen gehen wieder leicht vor die Stange und auf Höhe des Schlüsselbeines. Achte bei der Ausführung darauf, dass du deine Arme ganz durchstreckst und die Schultern rausschiebst. Dein Rumpf, Beine und Po bleiben die ganze Zeit über angespannt und fest in ihrer Position. Wir hoffen, dir hat das kleine How-To zur Strict Press mit der Langhantel gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.